Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der westlichste Vermögensverwalter Deutschlands zeigt mit seinem globalen Mischfonds Oberbandscheid global flexibel immer wieder Ecken und Kanten, die ihn deutlich vom Mainstream am Markt unterscheiden. Wenn sich dann auch noch die Wertentwicklung gerade in schwierigen Marktphasen deutlich abhebt, ist das, glaube ich, ein guter Grund, einmal konkret nachzufragen. Daher freue ich mich besonders, heute den Podcast, in diesem Podcast den Fondsberater André Koppers bei mir zu haben. Guten Morgen, André. Guten Morgen, Sven. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich meine, wir haben ganz interessante Zutaten eigentlich, wenn ich das mal ganz kurz anreißen darf. Einmal euer Motto, investieren nach alter Schule, also keine waghalsigen Experimente, keine wirklich hochspekulativen Investments oder stark gehebelte Anlagen, aber trotzdem über viele Jahre eine ausgezeichnete Performance. Also ich glaube, gute Zutaten für ein aktuell spannendes Thema. Aber lass uns gleich einsteigen. Vielleicht zu Anfang ein paar Fragen zum Thema Fondsstrategie und Performance. Wir haben ja Anfang August doch relativ heftige Turbulenzen gehabt an den Märkten, aber euer Fonds hat super abgeschnitten dabei. Wie habt ihr das eigentlich hinbekommen? Ja, richtig. Wir haben so ein bisschen den Braten gerochen, könnte man sagen. Der Markt war durchaus ambitioniert gelaufen in den letzten ein, zwei Jahren. Eine recht geradlinige Aufwärtsbewegung und das roch schon alles ein bisschen nach Korrektur. Wenn man in diesen Mini-Crash ein bisschen die Taschenlampe reinhält, stellt man fest, dass es einige Teilbereiche waren, die deutlicher betroffen waren als andere. Das war halt der japanische Markt, der Nikkei und die Big Techs, die natürlich davor auch besonders gut gelaufen sind. Und in beiden Sektoren waren wir gar nicht bis wirklich nur minimal vertreten. Wir haben ein paar Microsoft-Aktien im Fonds, aber das war es dann auch schon mit Big Tech. Und deswegen waren wir da einfach nicht so betroffen wie andere. Zuzüglich hatten wir halt bei Zeiten so ein bisschen Aktien raus, Renten und Liquidität aufgebaut, klassisches Geschäft. Habt ihr eigentlich immer sehr klare Meinungen und positioniert euch auch sehr, sehr stark dann in diesen Bereichen, wo ihr überzeugt davon seid. Ihr habt auch, wenn ich das richtig gesehen habe, ein All-Time-High gehabt im Fonds. War diese klare Positionierung eigentlich der Grund dafür oder welche Gründe kannst du uns verraten? Ich glaube, wir haben bei Zeiten die guten Themen identifiziert. Wir haben die Zinswende ganz gut vorhergesehen. Uns war klar, dass jetzt irgendwann mal der Zinszenit da ist. Darauf haben wir das Portfolio abgestellt. Zum Zweiten haben wir, glaube ich, ganz gute Branchen aufgenommen. Rüstung, Verteidigung, Öl, also alles die Themen, die gelaufen sind. Und haben Technologie halt ein bisschen links liegen lassen. So, und das hat dazu geführt, dass wir in der Aufwärtsbewegung mit dem breiten Markt mithalten konnten und in der Abwärtsbewegung nicht so betroffen waren wie andere. So, und das hat dazu geführt, dass wir kaum Korrektur hatten und dann auch relativ schnell wieder unser All-Time-High gesehen haben. Also auch schon deutlich unter den Höchstständen des Marktes. Das alte Thema, wenn man wenig Drawdowns hat oder geringe Drawdowns hat, dann muss man auch nicht so viel aufholen. Also richtig, klar. Genau. Du hattest eben zwei Themen angesprochen, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Also auch gerade eben um dieses Thema klare Positionierung in den Mittelpunkt zu stellen. Ihr habt einmal langlaufende Anleihen, das sind ja viele noch sehr vorsichtig gewesen über einige Zeit hinweg. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Hintergrund, was ihr genau gemacht habt, so ein bisschen den Ausblick in dem Bereich. Und zwar, wie gesagt, relativ schnell klar, dass die Zinsen sich ab einem gewissen Moment eher senken als steigen. Den Zeitpunkt zu timen ist ebenso unmöglich wie den richtigen Zeitpunkt am Aktienmarkt zu timen. Wir haben dann geschaut, okay, was wird im Moment am Markt geboten und haben, glaube ich, eine ganz gute Kombination gesehen, sowohl aus Standard-Benchmark-Anleihen, haben aber bewusst als Solo-Themen nochmal extrem lange Laufzeiten dazu genommen. Beispiel kann ich nennen, es gibt eine NRW-Anleihe, mehr wie 100 Jahre Laufzeit. Da zuckt man natürlich im ersten Augenblick. Die Verzinsung liegt bei sage und schreibe 0,95%, also auch nicht zum Hurra schreien.
Der Schaden liegt im Kurs. Also wir haben die Anleihe angefangen aufzubauen bei Kursen um 30, 35. Schaut man jetzt heute rein, steht die Anleihe bei Kursen von 47. Das heißt, wenn man das prozentual ausrechnet, hat das schon Spaß gemacht. Das hat Rendite und Alpha generiert. Die Anleihe gibt es schon ein bisschen länger und zu den Zeiten, wo wir Null- und Negativzins hatten, stand die sogar mal deutlich über Pari. Soweit wird es jetzt wahrscheinlich an der Stelle nicht gehen, aber wenn man sowas bei 30 einkauft, sind auch 60, 70 und 80% im Kurs sehr, sehr auskömmlich. Also da versprechen wir uns noch ein bisschen was von, wenn die Zinsen jetzt wirklich deutlich gesenkt werden. Die EZB hat den ersten Schritt gemacht, die Amerikaner signalisieren quasi täglich, dass sie jetzt hinterhergehen. Das gibt auch in Europa wieder neuen Spielraum, nochmal runterzugehen. Und dann werden diese langlaufenden Papiere durchaus nochmal an Scham gewinnen. Ganz kurz zwei ganz kurze Nachfragen dazu nochmal. Einmal, du hast gesagt, in welchem Kursniveau ihr gekauft habt. War das sehr frühzeitig im Vergleich zu anderen? Wann war das? Und wollt ihr die Dinger bis zur Endlaufzeit halten oder wie ist da die Planung? Also die Endlaufzeit werden wir alle nicht mehr erleben. Ich glaube nicht, dass wir da auf die Fälligkeit gehen. Nein, es ist wie mit jeder guten Story, es ist wie mit jeder Aktie, die man kauft. Irgendwann muss sich eine gewisse Zufriedenheit einstellen, wenn der Plan aufgegangen ist, man hat seine Rendite erwirtschaftet, sind wir kein Freund davon, sowas bis zum Letzten auszulutschen förmlich, sondern bei Zeiten dann noch zu sagen, okay, wir streichen den Gewinn ein und sichern den für unsere Investoren. Wir haben angefangen, dieses Papier zu kaufen, wirklich zu Jahresbeginn, in zwei, drei Tranchen, in zwei, drei Positionen, haben jetzt eine Größenordnung erreicht, die wir nicht weiter ausbauen würden. Wir haben noch ein, zwei vergleichbare Papiere. Es gibt von Österreich einen ähnlich laufenden Bond. Also da gibt es durchaus Variationen. Dazu kaufen wir aber auch wirklich 10- und 12- und 15-jährige Anleihen, sind da sehr stark im Euro unterwegs. Unselektiv im US-Dollar. Das zweite Thema war das Thema Verteidigung. Ihr seid, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Rheinmetall, aber auch bei anderen Rüstungsunternehmen dabei. Da wart ihr auch relativ früh dabei, ist das richtig? Ja, sehr früh, quasi zwei Tage nach Überfall Russlands auf die Ukraine. Da kommt natürlich unsere Struktur, unsere Anlagepolitik kommt uns da zugute, wenn wir hier in der Firma der Meinung sind, ein Thema macht Sinn, wir müssen schnell reagieren, dann sind wir dazu auch mehr oder weniger aus dem Stand heraus in der Lage. Und so war es damals. Ich persönlich habe auch wirklich nicht geglaubt, dass die Russen das machen, dass die wirklich den Krieg anzetteln. Habe ich bis zur letzten Minute nicht geglaubt. Wir sind dann leider alle eines Besseren belehrt worden. So, und dann, das ist genau der Klassiker. Man hatte eine Meinung, die Realität war eine andere und da muss man auf die neue Realität reagieren. Also deine Frage beantworten, zwei Tage nach Kriegsausbruch waren wir drin in der Rheinmetall. Erstmal sicherlich mit einer Startposition, die haben wir dann aber recht flott ausgebaut und dann durchaus auch noch einige andere Rüstungswerte dazugenommen. Uns war von Anfang an klar, dass wir uns eher auf die europäischen Rüstungswerte verlegen wollen. Also wir haben nicht die klassischen amerikanischen Big Player gekauft, weil es ist ein Krieg leider im Herzen Europas und deswegen ist es auch primär ein europäisches Thema und wird die europäische Rüstungsindustrie beschäftigen. Wichtig ist aber vielleicht neben dem Kriegsthema, das hoffentlich lieber gestern als heute endet, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, haben wir allerdings auch eine veränderte Geopolitik. Wir haben ein bisschen den Kalten Krieg 2.0. Wir haben in Europa Armeen, die sicherlich nicht dafür ausgerüstet sind und aufgestellt sind, auf die kommenden Herausforderungen zu reagieren. Das heißt, selbst wenn heute der Krieg in der Ukraine endet, werden wir über Jahre hinweg riesige Investitionen in Rüstung und Verteidigung sehen. Und deswegen fühlen wir uns da sehr gut positioniert und auch erstmal dauerhaft. Das wäre fast noch meine Nachfrage gewesen, ob ihr dabei bleibt. Aber okay. Vielleicht nochmal die Frage so im Vergleich zu anderen Mischfonds, die Unterschiede, dass du da nochmal guckst, dass du das noch ein bisschen uns erklären kannst. Denn ihr seid ja bei fast allen Auswertungen und Rankings im Moment ganz weit oben mit dabei. Sind das diese klaren Positionierungen oder schnelle Entscheidungen? Was sind die Haupterfolgsfaktoren?
Kombination aus beiden. Also natürlich haben wir uns schon so ein bisschen das Motto gegeben, anders als andere. Ja, also das soll zum Ausdruck bringen, dass wir uns bewusst der Benchmark fernhalten, auf der Aktien-, aber auch auf der Anleihenseite, da eine deutliche Marktmeinung entwickeln und die auch ins Portfolio umsetzen. Und das zieht sich über die gesamte Kette durch. Das fängt damit an, dass wir unsere Anlagegrenzen sehr deutlich ausschöpfen. Also aktuell sind wir eben auf der Aktienseite mit ein bisschen über 30% allokiert. Hätten wir das Gespräch vor knapp einem Jahr geführt, wären wir mit 75-80% Aktien unterwegs gewesen. Und vielleicht sind wir in 6 Monaten wieder andersrum. Also wir switchen das Portfolio sicherlich nicht wochenweise hin und her. Wir sind schon Investoren der ruhigen Hand. Nur wenn sich der Wind dreht, reagieren wir entsprechend schnell. Und ich glaube, wir reagieren da schneller und deutlicher als andere. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch irgendwo eine schöne Fondsgröße haben. Das heißt, wir können uns auf der Anleihenseite auch noch in Emissionen bewegen, wo es vielleicht dem einen oder anderen Multimilliarden-Dickschiff ein bisschen schwieriger fällt. Und auf jeden Fall bei der Einzeltitelselektion, ne? Weil wir haben keine ESG-Richtlinien, wir haben keine großen Reglements. Wir können uns über den gesamten Markt bewegen und auch so Themen wie Rüstung, Verteidigung, 100-jährige Anleihen, also alle diese Spezialitäten, die nachher dafür verantwortlich sind, dass dieses Alpha zustande kommt, die mit einbauen. Und uns auch den Luxus gönnen zu sagen, nein, wir sind nicht die Letzten, die auf den Nvidia-Zug aufspringen oder die Apple-Aktie bis dort hinaus gewichten. Das machen wir nicht. Da bleiben wir fern und halten dann auch mal vielleicht eine Schwächephase in der Performance durch. Fair enough. Damit hast du gleich schon ein bisschen Ausblick auch gegeben. Ich glaube, es war ein ganz guter Überblick einmal über eure Strategie. Und ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dann drücken wir die Daumen, dass es weiter so gut läuft bei euch. Liebe Grüße in den Westen der Republik. Danke dir. Und schönen Gruß in den Norden. Ja, danke. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.